Telegram-CEO festgenommen. Tonkurs knickt ein. Pavel Durov, der CEO von Telegram, wurde am Samstagabend in Frankreich festgenommen. Die Festnahme erfolgte an einem Flughafen nahe Paris, nachdem Durov aus Aserbaidschan eingereist war. Französische Behörden hatten den russischen Milliardär wegen Verstößen gegen Hassrede und kriminelle Aktivitäten auf Telegram gesucht. Nach seiner Verhaftung stürzte der Kurs der Kryptowährung Ton erheblich ab, um etwa 20% über Nacht. Zum jetzigen Zeitpunkt notiert Ton bei 5,67 US-Dollar, was einem Wochenrückgang von 17% entspricht. Telegram-Nutzer sind besorgt über die Zukunft der Kryptowährung und das gesamte Ökosystem. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.